Ein weiteres indisches Unternehmen hat sich der steigenden Zahl angeschlossen, die auf die Zukunft von grünem H2 setzt. ReNew Power hat bekannt gegeben, dass es eine vorläufige Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit der ägyptischen Regierung an einer neuen Anlage für erneuerbaren Wasserstoff in diesem afrikanischen Land unterzeichnet hat. Es wird eine Investition von bis zu 8 Milliarden US-Dollar für die Produktion des kohlenstofffreien Kraftstoffs beinhalten. Das Unternehmen will in Ägypten jährlich 220.000 Tonnen sauberes H2 produzieren. Laut einer getexteten Erklärung von ReNew Chair Sumon Sinha ist das Ziel, in den kommenden Jahren die Produktion von 220.000 Tonnen erneuerbarem Wasserstoff zu erreichen. Laut einem Facebook-Post der ägyptischen Botschaft in Neu-Delhi beinhaltet die Strategie des indischen Unternehmens auch den Bau der Anlage in der Wirtschaftszone des Suezkanals. Grünes H2 entwickelt sich zu einem Top-Energieschwerpunkt für Unternehmen in Indien, die versuchen, auf der wachsenden Welle sauberer Energie in diesem Land zu reiten. Bei dieser besonderen Anstrengung zielt ReNew Power auf Schwerindustrien ab, deren Dekarbonisierung eine Herausforderung darstellen wird, aber von entscheidender Bedeutung ist. Eine frühzeitige Etablierung ihrer Position könnte ihnen möglicherweise eine Führungsposition mit einem starken Fundament im Vergleich zu Unternehmen bieten, die darauf warten, in diesen Kraftstoff zu investieren, von dem erwartet wird, dass er eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung weltweit spielt. Premierminister Narendra Modi hat sich lautstark für die Entschlossenheit des Landes ausgesprochen, ein führendes Unternehmen im Bereich Wasserstoff zu werden und seine Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern und schließlich zu beseitigen. Zwei der reichsten Menschen Indiens, Gautam Adani und Mukesh Ambani, haben sich staatlichen Energiegiganten mit Investitionen durch ihre eigenen Konglomerate angeschlossen, die sich auf die grüne H2-Wertschöpfungskette konzentrieren. ReNew strebt an, sich Indien in seinen ehrgeizigen Bemühungen anzuschließen, ein weltweit führender Anbieter von erneuerbarem Wasserstoff zu werden. Grüner Wasserstoff ist entscheidend für die Dekarbonisierung von Industrien im Kampf gegen den Klimawandel, und wir beabsichtigen, in diesem Sektor weltweit führend zu sein, heißt es in einer Erklärung von Sinha. Anfang des Jahres kündigte Reliance Industries außerdem an, stark in saubere Energie zu investieren. Im Januar wurden 75 Milliarden US-Dollar für grüne Energie bereitgestellt, die eine nicht genannte Investition beinhalten würden, die speziell auf saubere H2-Projekte abzielt. Kurz zuvor, im November 2021, hatte die Adani Group bereits erklärt, bis 2030 Milliarden US-Dollar für die Infrastruktur ausgeben zu wollen, die für erneuerbaren Wasserstoff und andere Formen grüner Energie erforderlich ist. Vielen Dank für das Folgen von Hydrogen Fuel News. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Abonnieren klicken und auf den Link in der Beschreibung klicken, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.